Meine Idee war, eine Ausstellung auf die Beine zu stellen, betitelt Zeitreise, in dem ich historische Aufnahmen, die ich vor 30 Jahren gemacht habe, der Gegenwart im Überseequartier gegenüberstelle. Die Aufnahmen, die ich vor etwa 30, 32 Jahren gemacht habe, gibt es in der Form in der Hamburger Speicherstadt nicht mehr. Architektur hat sich teilweise verändert, aber vor allen Dingen die Menschen, die in der Speicherstadt tätig waren, sprich die Quartiersleute, als Berufsbild gibt es in dieser Form eigentlich kaum noch. Die Fotografien werden ebenso wie damals in der Hamburger Speicherstadt nicht nur die Außenarchitektur beinhalten, sondern eben auch die Menschen, die hier leben und die hier arbeiten. Und es sind 50 fast 2 Meter große Vergrößerungen und auch etwas beschrieben, sodass man den Betrachter durch die Vergangenheit in die Gegenwart hineinführen kann. Schöne Ausschnitte, schöne Details auf jeden Fall. Ja, doch, sehr anspruchsvoll. Sehr spannend. Ist toll. Es sind wunderbare Bilder. Man sieht das nochmal sehr viel detaillierter als sonst. Durch die Bilder werfen nochmal das Augenmerk auf bestimmte Details, die man sonst nicht so erkennt. Ja, zu sehen, wie sich alles verändert hat, ist echt interessant. Über die Jahrzehnte. Genau. Greifend. Viertel zusammenführend. Sehr detailliert. Ich meine, er hat sich auf jeden Fall was bei jedem Bild gedacht. Ne? Die Intention des Künstlers dahinter zu sehen und auch, wie er sich entwickelt hat. Auch kameramäßig ja sich entwickelt hat. Ist das schon sehr spannend. Ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, sich das mal anzugucken.